großer Jubel bei den Unterstützern der Ehe für alle. Taiwan legalisiert als erstes Land in Asien die gleichgeschlechtliche Ehe. Das Parlament hat heute in dritter Lesung eine Gesetzesvorlage des Kabinetts zur Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe verabschiedet. Dem Parlament lagen drei Vorlagen vor. Die vom Parlament verabschiedete Vorlage räumt gleichgeschlechtlichen Paaren die größten Rechte ein, darunter die Adoption der leiblichen Kinder ihrer Partner. Viele warteten schon morgens bei strömendem Regen vor dem Parlament auf die Ergebnisse der Abstimmung. Als schließlich verkündet wurde, dass das Parlament das Gesetz mit 66 für und 27 Gegenstimmen in dritter Lesung verabschiedet hatte, brach bei den Wartenden großer Jubel aus. Man fiel sich gegenseitig um den Hals, manche vergossen Tränen der Rührung und viele konnten es erst gar nicht richtig glauben, dass die Verabschiedung so schnell und relativ reibungslos vonstatten gegangen war. Auch Cindy Su von der Lobbyallianz für LGBT-Menschenrechte sagte, es sei fast wie ein Traum. Es ist erstaunlich, ich kann es gar nicht glauben, sagte sie. Wir haben hart gearbeitet und so lange auf diesen Moment gewartet. Wir dachten fast, dass es nie wahr werden würde. Nun fühle ich mich wie in einem Traum. Und wenn es ein Traum ist, so hoffe ich, dass ich nie daraus erwache. Wir werden feiern und es wird sehr viele Hochzeiten geben. Natürlich, am 25. Mai wird es offiziell. Ich werde auch dabei sein, wenn sich alle registrieren, eingeschlossen ich selbst. Ich werde mich mit meiner Partnerin registrieren lassen, damit wir auch die Elternrechte für unsere Kinder bekommen. Viele wollten natürlich diesen denkwürdigen Moment auf Fotos und Selfies festhalten. Auch mit einer Umarmung einer tatkräftigen Unterstützerin der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, der Parlamentsabgeordneten Yo Mei Nü. Oh,